Damit auch wieder willkommen zu einer neuen Folge von der Silveron Forest. Wir haben letztes Mal hier mit Justin und seine 30 km/h Fahrkünste hier mal alles weggemacht und sind quasi jetzt schon bereit für neuen Agarboden zu bestellen, denn ich möchte ja hier eine kleine Forstschule drauf aufbauen oder besser gesagt Gruppen anlegen. Naja, ein bisschen Erfahrung sammeln. So, aber ich denke einfach mal, wir haben nämlich auch heute schon wieder ziemlich viel, ja, ziemlich viel abzufahren. Deswegen machen wir das nämlich jetzt auch als erstes. Das schnelle Spazierenfahren. Weil die... Na, wie heißt's? Achterbahn, ihr seht, ich bin heute wieder super drauf. die Achterbahn, die braucht nämlich noch ein Holzfliesen und was war's noch? Ja, Holzfliesen, glaube ich. So, dann koppeln wir das ab. Starten wir den Gute. Ah, stimmt, ich muss wieder selber schalten. Und das im Schnee, ey. Oh, geil. Davon brauche ich erstmal einen Screenshot, ey. Also ein Volvo im Schnee. Das wird nachher dann bei... Oh, ja. Und da hinten noch. Dreck im Hintergrund sieht aber bestimmt geil aus. Aber. Nämlich mal ATS heute Abend, aber wir machen wieder ein bisschen Frosty fahren. Vor allem Frosty Mod, ne? Nein. Heute Abend möchte ich eine Runde Konvoi fahren, deswegen mache ich auch heute ein bisschen länger. Deswegen habe ich auch die Zeit rausgelassen, weil ich nicht weiß, wie lang das Ganze da funktioniert. Hat er eine Kupplung dran? Nein, hat er keine. Das heißt, wir müssen nochmal zu unserem Trecker den holen. Hier liegt Schnee und bei mir auf der Farm liegt gar nichts, ey. Bin ja auch geil. Naja. Aber den nächsten Holzstapel, wo wir haben, ist da hinten. Aber wie gesagt, sobald wir einmal die Achterbahn fertig haben und einmal ein super Schiff verlost haben oder gebaut haben, wie auch immer, dann sind wir auch hier quasi dann fertig auch. Und dann können wir nämlich uns auch mal eine andere Karte zu widmen. So. Ich habe nämlich echt die letzten... Ich bin jetzt kurz vor 10 erst aufgestanden. Also, boah. Ich war beim Pavel heute im Stream heute Morgen noch. Und wie gesagt, mein Lieber, Grüße gehen raus. Schönen Feierabend wünsche ich dir auf jeden Fall. Also beim Knut, ne, beim... Schon Bäckermeister. Und die Roggenbrötchen sich freuen, wenn sie in den Ofen kommen. So. Kann ich euch nur empfehlen, also auf jeden Fall. Ja? Für die, wo nachts schlafen können. So. Na. Eigentlich kann ich ja den Dolly dann für zurückgeben, ne? Halt, jetzt bitte geradeaus fahren. Mein Freund. Genau, perfekt. So. Diesmal darf man nicht der Fehler passieren, das Metall zu verkaufen. Aber, wie weit seid ihr denn eigentlich mit der Silver Force? Habt ihr da auch wieder ein bisschen... Ja. Frost, Schnee, Winter...
Aber man könnte hier eigentlich gut ein bisschen Skifahren, ne? Man müsste eigentlich nur ein bisschen Holz ab. Holz fällen in den Bergen und dann hätte man auf jeden Fall ein wunderschönes Tal für den Bergen einen Hang absäbeln. Na, da könnte man auf jeden Fall mal ein bisschen fahren. So, wir nehmen uns aber erstmal das Metall und gehen auf Lieferung, denn die Möbelfabrik, die hat sich gemeldet und hat gemeint, haha, Digga, nächstes Mal. Nächstes Mal bitte aber nicht alles verkaufen, nur weil man Geld braucht. Ja, das war nämlich echt. War echt mies für die Firma. Hat vorausgezahlt und ich stecke einfach das Geld ein, hol dann uns dann Volvo, ne? Wobei der Volvo, der läuft ja immer noch auf, wie heißt das schön? Auf Leasing. Ey, aber mein Name's. Wir nehmen das. So, Teil. Wunderbar. So, jetzt habe ich auch keinen Scheiß erzählt. Ist nämlich hier die Möbelfabrik, ne? Und die braucht Metall. Damit sie hier. Hat das Schränke? Schränke, Stühle und Tisch. Da werden wir mal das Ganze mal heute dahin transportieren. Vielleicht ohne gerade den anderen Hänger abzuräumen. Dann schauen wir mal. Ich finde es auf jeden Fall schön, im Schnee ein bisschen rumzufahren. Aber ich bin auch interessant. So, das wird interessant, wenn wir dann nämlich dann im Frühjahr. Frühjahr? War das im Frühjahr? Ja, März. Also ich hoffe, dass ich ab März dann damit anfangen kann, ein bisschen mit den Gruppen arbeiten. Schauen wir mal, was ich da nämlich dann noch tun wird. Ja. Was war das jetzt? Ich eck immer an derselben Kante, ne? Immer an derselben Kante eck ich an. So. Was, das war's schon? Mehr will er gar nicht. Hör doch auf. Tatsächlich brauchen wir 5000. Na gut. Schränke. Keine. Braucht sonst noch jemand Metall? Fahren wir zum Fahren wir runter zum. Ach, wir haben zum. Zur Werft. Und liefern doch noch ein bisschen was an. Ich glaube, die brauchen ja auch.
haben wir nämlich auch das ganze Metall nicht verschwendet. So. Ja, bei dem Dienstag gestern, bei uns muss ein Klempner vorbeikommen. Ah ja, wirklich. Ich hab gedacht, ich bin echt, ey. Ein Klempner, ey. Das ist. Seit 10 Jahren wohne ich hier in diesem Haus, ey. Und seit das erste Mal musste Klempner vorbeikommen. Das hat's mir natürlich, weil ich ja eigentlich bei meiner Freundin gewesen wäre, hätte die Möbel aufgebaut. Aber es hat mir dann so dermaßen. Und doch alles, ja. Abgeschmissen. So, Metall habt ihr. Was braucht ihr noch? Holzschließen braucht ihr auch. Okay. Na gut. Wenn ihr schon Metall habt. Man kriegt nämlich ziemlich schnell Geld hier rein. Ne? Also wie gesagt. Deswegen heizen wir da ordentlich durch. Wenn ihr mitmachen wollt, wie gesagt, das ist Ausrufezeichen. Oder wie gesagt. Na. Könnt ihr da mitmachen? Ausrufezeichen DC, dann geht in der Mod LS. 22 Silaron Frost am Reiter rein und dann habt ihr natürlich die Mods dafür dann da. So. Da waren wir fertig, ne? Gut. Holzfliesen. Wir kommen. Schauen wir mal, was uns dort nämlich erwartet. Richtig? Ja, genau, richtig. Ah, da wird geladen. Naja, zum Glück ist auf jeden Fall nichts Schlimmes passiert, als er da war. Naja, ansonsten hätte er uns nämlich das ganze Klosett abbauen müssen, da wäre ich kein Fan gewesen. Also halt. Achso, oh, ja, die Steuerung. So. Kaplan brauchen wir nicht. mitten im Weg. Ach, verdammt.
War das jetzt alles? Nee, oder? Ach du Heiliger, ach du lieber Himmel. Viel war das ja aber nicht. Viel war das ja aber nicht, was wir bekommen haben. Eieiei. Naja. Dann ab zu unserem. So, unsere Achterbahn. Schnee noch zu bauen, ey. Ist auch nicht schlecht. Die wird aber schon groß, ey. Krass, krass, ey. Treppengeländer. Treppengeländer. Okay, dann haben wir auch schon die Fliesen. Fahren wir mal zur Yacht weiter. Na, Yacht. Werft, mein Gott. Dann mal gucken, was da uns da mal erwischt. Ja, heute eigentlich ein sehr entspannter Tag. Wie gesagt, ich bin auch froh, dass der Dienstag gestern rum war, aber das war so ein schrubbig. Da war von allem etwas dabei. So, was braucht ihr denn als nächstes? Holzfliesen habt ihr doch. Bretter, was sagt eigentlich die Schreinerei? Das alte Sägewerk. Holzbalken braucht ihr noch. Was braucht ihr noch? Bretter. Lange Bretter. Kriege ich ja kein Geld, wenn ich wieder. Fahren wir mal was drauf. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, euer Bartalo. Ciao, ciao.